Servus Leute, was geht? Shredded Gaming TV wieder am Start und heute machen wir mal wieder Pokémon auf. Ja, die letzten zwei Videos gab es jetzt andere Sachen mit einem Grading Return und einem neuen Dragon Ball Card Game Opening. Heute wieder Back to the Roots. Erstmal mit Pokémon, Yugi kommt dann im nächsten Video. Und ja, es gibt neue richtig geile Tinboxen von Pokémon, von Battle Style Set. Einmal hier den Empoleon gerade im Bild und jetzt auch noch den Tyranitar. Also die sind beide englisch. Richtig geil. Also das Despotar feiere ich einen Ticken mehr noch. Mein Despotar, wer liebt es nicht? Heißt, wir fangen erstmal mit der Empoleon V-Tin an. Ich bin jetzt eigentlich nicht großartig hyped gewesen, weiteres Battle Styles, also Kampfstile Booster zu öffnen. Aber ist ja noch ein bisschen, bis das neue Set rauskommt. Also habe ich gedacht, bieten sich die Tinboxen perfekt dafür an. Einmal hier die wunderschöne Promo kommt bei mir direkt in Binder Empoleon V. Und es gab natürlich auch so eine Galoppa Box, glaube ich, war es. War keine Tinbox, war eine normale Box. Aber ja, irgendwie, keine Ahnung. Sieht für mich eher so nach My Little Pony aus. Bin ich jetzt nicht so der Fan davon. Ich muss mal kurz schauen, ob es so wirklich alles Battle Styles sind. Nee. Okay, wir haben ein Steam Siege Pack drin. Okay, von XY. Ein Darkness Ablaze, immer cool. Vielleicht fürs Charizard. Ah, gar nicht so schlecht. Also ich bin wieder davon ausgegangen, dass wir hier Battle Styles Only drin haben. Umso besser, dass es jetzt nicht der Fall ist. Warum jetzt allerdings Steam Siege reprintet wurde. Das müsste Pokémon. Also das müsst ihr die Guys fragen. Keine Ahnung. Nach dem ganzen Dragon Ball, was ich da aufgemacht habe, muss ich erstmal wieder in den Pokémon Vibe hier reinkommen. 4 immer noch nach vorne schaffeln, sollte gleich bleiben. Morpeko, Durant, Cacnea. Ich hoffe natürlich, dass wir trotz allem was Gutes ziehen können. So ein goldenes Hundemond, das wäre natürlich das Go-To für mich aus dem Set. Galarian, Mr. Mime, Scatterbug. Oh, wir haben auf jeden Fall was. Ich habe es schon angespoilt, Leute. Was können wir denn ziehen? Was können wir denn ziehen? Galarian, Slowpoke und dahinter. Sheesh, Tyranitar V. Okay. Okay. Es ist einfach jetzt nur ein anderes Artwork, oder wie? Geil! Also ich nehme es auf jeden Fall mit. Was eine Ironie. Aus der Empoleon V-Tin bekommen wir ein Tyranitar V. Und dann wahrscheinlich aus der Tyranitar V-Tin das Empoleon. Das wär's doch. Ein Code habe ich vergessen jetzt auf die Schnelle hier, Leute. Zack. Einmal kurz reingehalten. Wenn ihr den braucht, dürft ihr ihn gerne benutzen. Ich habe keine Verwendung dafür. Ich tue natürlich auch immer ein bisschen Videos im Vorfeld produzieren. Das heißt, ich tue nicht, wenn ich jetzt heute ein Video hochladen würde, auch zwingend heute das Video aufnehmen. Habe es so ein cooler Start mit einer V ins Opening starten. Weiter geht's mit einer Wasserenergie. Karkol. Morpeko, Durant, Salandit, Bellsprout, Mienfo, wow, keine Ahnung, richtig creepy Name im Englischen, Yamper, Glammeow, ein Marowak als Reverse, nicht die schlechteste, und was haben wir dahinter? Ein Crobat als Holo. Okay, ich wusste gar nicht, dass die hier drin ist als Holo-Rare. Sieht auf jeden Fall schick aus und kann man gerne absleeven. Auch schöner Bleeder hier unten, die
Rainbow-Strahlen gehen komplett durch. Und weiter geht's mit Darkness Ablaze, Leute. Können wir hier das Glurak rausziehen? In dem Fall dann das Charizard, sind ja englische Packs. Heißt, wär's doch. One Pack Magic. Ja, oder auch nicht. Wenn das Pack nicht mitspielt, dann machen wir es halt andersrum auf. Da bin ich echt letzte Woche schier verzweifelt an den Dragon Ball Packs. Sheesh, die wollen nicht aufgehen. Ich habe gedacht, das wird jetzt wieder einfacher bei Pokémon, come on. Aber nein, sieht nicht so aus. Damn, hey. Ich stelle mich an wie der letzte Idiot. Kapi. Aber vielleicht ist ja nur ein Zeichen, dass hier was Gutes drin ist. Big Hits bei schwer aufgehenden Packs. Ja, wenn es so wäre, dann hätte ich hier schon keine Ahnung, wie viel Charizards gezogen. Wir starten mit einer Psychic Energy. Yellhorn. Forret, Steeny, Karrablast, okay, Sinistee, Toxel, Bundlebee, Wimpod. Ey, Leute, es kann ja nicht sein, jetzt das ist einfach hier die Tyranitar-Tin oder was? Sheesh, schon wieder ein Tyranitar? Als Reverse Holo Rare, nice. Und ein Yuvi. Sheesh. Richtig geil. Das gab es doch auch als Tin. Aber da sogar, mein ich, Safe Call im selben Artwork. Auch Horrible Centering. Aber cooler Hit. Yuvi nehmen wir mit. Und das Tyranitar, das finde ich auch echt mega. Da kann man auch mal einen Reverse Sleeve geben. So, zum Schluss noch ein Steam Siege. Um ehrlich zu sein, Leute, ich habe keinen Plan, was in Steam Siege drin ist. Ich feiere Evo und eigentlich auch andere XY Sets wie Breakthrough oder so, Breakpoint. Aber was jetzt in Steam Siege drin ist, keine Ahnung. You gotta be kidding me. Also ich weiß nicht, was die mit dem Pack gemacht haben. Versuchen wir es mal oben aufzumachen. Ja. Green Code Card. Ah, okay. Dann haben wir wahrscheinlich nichts. Da habe ich jetzt nicht dran gedacht. Sorry, Leute. Kleiner Spoiler dann, unbeabsichtigt. Weavile. Ich meine, das Set ist jetzt auch schon ein bisschen länger her. Ambipom. Flaffy. Fletchinder. Pawnyard. Drifloon. Ein Larvesta. Ein Aipom. Ein Yanma. Ein Nidoran auf dem Reverse-Spot und mit einem richtig geilen Artwork, wie ich finde. Okay. Okay. Was war die Rare? Mal kurz schnell durchschauen hier. War die erste gleich die Rare oder was? Und ich habe es vergeigt oder was? Ja, Kappa, habe eins zu viel mit nach vorne genommen. Ist wie bei Evolutions, dass du nur drei nehmen. Oh, sheesh. Unsere Rare war ein Weavile. Ja, das habe ich richtig bad gechoked, Leute. Sorry dafür. Aber das Set, das hat mich jetzt ein bisschen hier rausgebracht. Nichtsdestotrotz machen wir jetzt mit der zweiten Tin weiter. Müssten dann natürlich identische Packs sein. Alright. Unsere wunderschöne Promokarte Tyranitar V. Hier jetzt mit einem
alternativen Artwork im Vergleich zum gerade gezogenen. Und dann haben wir auch hier unsere vier Packs. Hätte jetzt mal gesagt, wir fangen mit der umgekehrten Reihenfolge an. Also Steam Siege finde ich jetzt nicht so den Bringer. Sonst hätte ich mir da sicherlich auch das ein oder andere Päckchen rangeholt. Aber der Glue ist echt horrible bei dem Set. Vielleicht lehrt mich das Set auch eines Besseren. Okay, wir haben jetzt eine weiße Codekarte. Bam. 1, 2 und nur 3. Sonst habe ich es gleich wieder gejoggt. Und wir starten mit einem Anorith. Hawlucha. Duet. Mareep. Wäre doch sick, wenn wir hier irgend so eine krasse Karte rauskriegen. Und dann fange ich an, Steam Siege Packs zu kaufen. Yanma. Meryl. Sneasel, also Vorentwicklung von unserem vorigen Holo-Hit. Bastiodon als Reverse Rare. Und was haben wir dahinter? Ein Ampharos als Holo Rare. Okay, okay. Nicht schlecht, nicht schlecht. Schöne Holo auf jeden Fall. Schade, dass kein Evo ist. Bei Evo Holo wäre natürlich mega. Trotzdem eine schöne Karte. Weiter geht's mit Darkness Ablaze. Auf geht's, Leute. Können wir das erste Glurak hier auf meinem Kanal ziehen? Irgendwann wird's doch mal Zeit. Irgendwann. Ich habe zwar schon Glurak gezogen, aber immer off-cam. Und sobald die Cam drauf ist, ist es wie verhext. No Glurak. No Big Hit. Fingers crossed, Leute. Für das Sard Darkness Energy. Sandrine gefällt mir schon wieder gar nicht. Okay, wir haben noch einen Steenie mitgenommen. Rose Tower. Familiar Bell. Sinistee. Cufant. Wishiwashi. Rowlet. Ein Skitty. Ein Relicant auf dem Reverse Spot. Und dahinter kommen. Und auf geht's, Leute. Auf geht's. Sheesh! Oh mein Gott, Leute, I called it! Oh mein Gott. Einfach gecallt hier das Charizard V-Max einfach in einer random Tin drin, Leute. Das habe ich jetzt auch noch nicht erlebt. Sheesh! Schauen wir kurz von hinten den Back an. Ja, ist eigentlich ganz okay. Stabile Aktion hier einfach mal das Charizard rauszuziehen, Leute. Geil, Mann. Das hat sich safe gelohnt, hier die zwei Tinboxen ranzuholen. Aber ja, Tyranitar hat einfach mehr gegönnt. Und damit ist der Plan hier auch wieder ein kürzeres Video zu machen. Einfach mal direkt hops. Puh. Geil, Leute. Endlich ein Charizard auf dem Kanal. Jetzt kann ich auch endlich in die Videos meinen Charizard-Counter einführen. Da werde ich dann links oder rechts oben immer einblenden, wie viele Charizards wir schon auf dem Kanal gezogen haben, und das konnte ich jetzt natürlich noch nicht machen, weil bisher keins gezogen wurde. Aber jetzt haben wir es geschafft, Leute. Jetzt haben wir es geschafft. Einfach ein Charizard auf dem Kanal. Der Tag ist gerettet. Alles Negative fällt von einem ab, denn wir haben Charizard gezogen. Firo, Grumpig, Scroll of Scorn, Pachirisu, alles was jetzt kommt ist nur eigentlich Bonus. Hornage, Horsey,
Mankey, Level Ball, okay. Und ein Houndoom, nice. Also die Holo ist echt richtig schick. Die habe ich jetzt schon, glaube ich, jedes Mal, wenn wir Battle Styles geopend haben, haben wir die Houndoom als Holo gezogen. Und ich nehme sie jedes Mal wieder gerne mit, weil es einfach so ein sickes Artwork ist. Man stelle sich vor, man würde noch wirklich regelmäßig nur Holos chasen. Da wäre das sicherlich eine Go-To-Karte. Letztes Pack im heutigen Opening, Leute. Hat sich safe gelohnt, hier dran zu bleiben. Und warum haben wir eine grüne Karte in Battle Styles? What the hell is going on? 1, 2, 3, 4. Ich wusste gar nicht, dass das... Oh ja, ich bin ein bisschen verwirrt. Zu lang keine Pokémon-Packs geöffnet. Ich weiß gar nicht mehr, wo grüne und wo weiße Codekarten drin sind. Ich habe gedacht, man kriegt ja auch wieder garantiert diese weißen Codekarten. Blitzenergie, Balltoy. Heißt aber, dass wir eigentlich nichts mehr hier drin haben in diesem Pack. Checken wir trotzdem einfach kurz nach. Cacnea, ein Prime Ape. Auf jeden Fall eine richtig sicke Reverse. Und dahinter ein Edgy Slash. Also, Codekarte hat gestimmt. Muss ich einfach ein bisschen besser aufpassen in Zukunft. Bin da ein bisschen raus. Muss ich mehr Pokémon Packs öffnen, ihr wisst, Leute. Ein ganz großes Recap brauchen wir hier gar nicht zu machen. Ihr seht ja die beiden Promos im Hintergrund. Und ich zeige einfach nochmal kurz unsere Hits hinten her. Als da wäre ein UV, Tyranitar V, ist ein anderes V als das von der Promo hier. Dann haben wir ein Crobat als Holo, ein Ampharos als Holo, ein Houndoom als Holo und ein Tyranitar als Reverse Holo. Und weil das ja ein bisschen wenig von der Ausbeute ist, hat die Tin von Tyranitar einfach mal das Charizard VMAX gegönnt. Nice, Leute, hat richtig gebockt. Like und subscribe für mehr Charizard Pulse. Und dann sehen wir uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein, Leute. Ciao, ciao.